Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema sich selber auf die Schliche kommen. Wenn du ganz achtsam mit dir im Alltag bist und du möchtest deine Muster verändern und du ertappst dich dann dabei, dass du irgendetwas schon wieder falsch gemacht hast und ach, du wolltest das doch schon längst verändern oder so, oder du schaust dir meine Videos an und du hast plötzlich so einen Effekt von Augen öffnen und denkst, ach nein, tatsächlich, das habe ich all die Jahre gemacht. Das kann einen ganz schönen Schock auslösen. Und heute geht es um die Frage, wie gehst du eigentlich damit um? Wie gehst du mit dir um, wenn du dich bei irgendwelchen alten Mustern ertappst? Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute geht es um die Frage, wie gehst du mit dir um, wenn du dich bei alten Mustern ertappst? Dieses Gefühl, ertappt zu werden, ist ja total unangenehm. Wir kennen das aus der Kindheit, ja, wenn wir bei irgendwas erwischt wurden, wenn wir was heimlich gemacht haben und wir wurden dann vielleicht ausgeschimpft und wir wurden bestraft, dann hat das ja Gefühle bei uns ausgelöst und keine guten. Das kann vielleicht Schamgefühle auslösen, Schuldgefühle, vielleicht auch Traurigkeit, oder weil ihr euch missverstanden gefühlt habt, ihr habt das doch gar nicht böse gemeint oder irgend sowas. Und das kann eben auch passieren, wenn wir uns selber dabei ertappen, wie wir zum Beispiel irgendwas gemacht haben, was wir eigentlich schon längst verändern wollten. Ja, und das kann tatsächlich ein Problem sein. Diese Angst vor diesem Gefühl, diese unbewusste Angst davor, bestraft zu werden, wenn man erwischt wird, die kann möglicherweise uns davon abhalten, zu erkennen, wenn wir irgendwie unsere alten Glaubenssätze wieder bedient haben oder solche Dinge. Ja? Also Glaubenssätze zu verändern geht ja nur dann, wenn wir wirklich im ersten Schritt erkennen, wenn wir im Alltag merken, dass es uns gerade wieder passiert ist, dass wir uns wieder verurteilt haben oder dass wir wieder perfektionistisch waren und gedacht haben, ich darf keine Fehler machen, obwohl wir doch schon längst lernen wollten, wieder ein bisschen nachsichtiger mit uns selber zu sein und solche Dinge. So, und ich möchte dich heute einladen, dass du da auch ganz achtsam damit umgehst, dass du darauf achtest, was es mit dir macht und dass du dich dann auch dabei ertappst, wie du dich verurteilst fürs Ertapptwerden. Ja? Du kannst das zum Beispiel mit dem Klopfen, also wenn du klopfen lernst oder klopfen kannst oder auch irgendeine andere Technik anwenden kannst, kann das total hilfreich sein, begleitend zu diesem ganzen Prozess, dass sich selber immer wieder auf die Schliche kommst, dass du diese Gefühle dann beklopfst. Ja, also indem du sagst, auch wenn ich gerade mich total schäme dafür, dass ich mich wieder dabei ertappt habe, obwohl ich diesen Fehler doch schon so oft bla 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 bla, bin ich trotzdem vollkommen okay. Ja, was auch immer das bei dir ist. Und dann klopfst du die ganze Runde durch. Boah, war das gerade unangenehm. Oh, ist mir das gerade peinlich, dass ich mich wieder bei einem Fehler ertappt habe. Und jetzt entscheide ich mich aber neu. Ich will mich nicht mehr verurteilen. Ich entscheide mich jetzt dafür, mich nicht mehr zu verurteilen. Und ich lasse meine Schamgefühle los. Ich gehe meinen Weg, so gut ich kann. Und so weiter. Ja? Also rede nett mit dir. Mit oder ohne Klopfen, ist egal. Bei mir ist es immer mit Klopfen. Ja? Dass du wirklich dich in den Arm nimmst dafür, wenn dir das passiert ist. Oder auch Traurigkeit. Es kann auch Traurigkeit auslösen. Ich habe es schon oft bei Klienten erlebt. Ich habe es auch schon in den Kommentaren gelesen, dass jemand gesagt hat, wenn ich das alles früher gewusst hätte, also alles, was ich so in den Videos erzähle, ne? Dass jemand denkt, boah, wenn ich das alles früher gewusst hätte, ich hätte doch dann schon längst, dann kommt so ein Gefühl von Reue oder sowas wie, wie konnte ich denn so blöd sein, das nicht zu erkennen? Das ist doch offensichtlich. Ja? Also das kann dann auch Traurigkeit auslösen, zum Beispiel über so ein Gefühl von, ich habe das die letzten 5 Jahre nicht gewusst und ich habe 5 Jahre meines Lebens verschwendet und verschenkt. Lasse nicht zu, dass dir deine Gedanken sowas erzählen, weil das tut nur weh. Es ist unnötige Selbstverurteilung und es hilft dir nicht weiter auf deinem Weg. Ja? Also denk vielleicht einfach daran, ich denke mal so, wer weiß, wenn ich diese ganzen Dinge vielleicht vor 5 Jahren schon erfahren hätte, vielleicht hätte ich dann gar nicht damit umgehen können. Also ich glaube, man kommt am schnellsten weiter, wenn man geduldig und vertrauensvoll einfach denkt, okay, ich vertraue darauf, dass alles zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben kommt. Nämlich genau dann, wenn ich in der Lage und bereit bin, das zu verarbeiten und diesen Schritt zu gehen. Ja? Also kein Moment unseres Lebens ist verschenkt. Das ist jedenfalls so mein Gefühl. Und
vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter. Jetzt wird es hier ganz schön windig. Ich glaube, hier kommt gleich ein Gewitter. Ich werde mich jetzt mal schnell aufmachen auf den Weg nach Hause, bevor ich hier gleich im Gewitterregen sitze. Also, macht es gut, ihr Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es natürlich gerne liken oder meinen Kanal abonnieren. Schaut euch auf meiner Seite um auf www.seelenklopfen.de oder kommt gerne auch in meine Facebook-Gruppe mit dem Namen Liebe dich selbst, denn du bist wunderbar. Ciao, ihr Lieben. Macht's gut.